Pünktlich, pünktlich starten wir unsere Veranstaltung heute Abend. Herzlich willkommen hier im Saal des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und ein herzliches Willkommen auch an unseren Gast, Dr. David Lauer aus Kiel, der heute einen Vortrag zu den vielleicht uns mittlerweile alle umtreibenden Fragen von mehr oder weniger Autorschaft ist ein bisschen näher ran, auf Essen. Genau. Der uns heute, David, mein Gast oder unser aller Gast heute Abend, Dr. David Lauer aus Kiel, der heute einen Vortrag zu den Fragen von mehr oder weniger Autorschaft halten und über postauktoriales Schreiben, Denken und Gestalten in Zeiten von ChatGPT und Stable Diffusion sprechen wird. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist und damit auch unser Veranstaltungsformat eröffnen wird. Ein neues Veranstaltungsformat, dieses bescheidene kleine Plakat weist nochmal darauf hin, dass wir gemeinsam mit der Folkwang-Universität der Künste hier in Essen, genauer gesagt mit der Professur für Philosophie, die Dr. Markus Rautzenberg innehat, und seiner philosophischen Arbeitsgemeinschaft zusammen ins Leben gerufen haben. Die Reihe heißt Wenn und Aber, philosophische Fragen zur Zeit. Und hier wollen wir gemeinsam mit den Studierenden der Folkwang einmal pro Semester einen spannenden Gast aus der Wissenschaft einladen und zeitgenössische Debatten an den Schnittstellen von Philosophie, Kulturwissenschaft und Medientheorie diskutieren. Wenn und Aber, das soll auch kein Etikettenschwindel heute Abend sein. Also nach dem Vortrag von David Lauer sind Einwände, Vorbehalte und Bedingungen sehr gewünscht. Und es wäre schön, wenn wir danach noch in eine gemeinsame Diskussion einsteigen. Jetzt möchte ich aber erstmal unseren Gast vorstellen. David Lauer studierte Philosophie, Soziologie und Religionswissenschaft in Marburg und Berlin, wo er an der Freien Universität mit einer Schrift zur Sinnlichkeit der Sprache promoviert wurde, 2017 ebenfalls an der FU Berlin mit der Schrift Sich kennen, Grundlagen einer Theorie zweipersonalen Wissens habilitiert wurde, und nach verschiedenen Stationen in Gießen und Hildesheim lehrt er jetzt seit 2016 schon an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. Er befasst sich da insbesondere mit der Philosophie der Sprache, deswegen kann man vielleicht schon erahnen, warum wir ihn heute Abend eingeladen haben, aber auch mit Fragen zur Philosophie des Geistes, zu Verstehen, Intentionalität und auch Selbstbewusstsein. Also im Prinzip alles das, was man so klassischerweise dem Bereich der theoretischen Philosophie zuordnen würde. Von 2006 bis 2016 war er außerdem Redakteur der Allgemeinen Zeitschrift für Philosophie und seit 2015 auch immer wieder, daher könnten ihn einige von Ihnen vielleicht auch kennen, regelmäßiger Kommentator des Philosophie-Magazins Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Sein letztes Buch, In der Welt der Sprache, Konsequenzen des semantischen Holismus, ist 2008 zusammen mit Georg Bertram, Jasper Liptow und Martin Seel bei Surkamp erschienen und sei Ihnen an dieser Stelle nochmal ganz wärmstens empfohlen. Mein Name ist Mona Leinung. Ich bin seit ganz kurzem erst hier wissenschaftliche Mitarbeiterin am KWI und will noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, dass wir uns vielleicht inhaltlich so ein bisschen einstimmen, indem ich Ihnen mitteile, was das Chatbot-System ChatGPT, das ja in seiner dritten Version im November 2022 von dem US-amerikanischen Unternehmen OpenAI veröffentlicht wurde und das seitdem, das kann man schon vielleicht so sagen, für sehr große Wellen in den gesellschaftlichen Diskursen und Debatten gesorgt hat. Ich will Ihnen also sagen, was dieses generative Sprachmodell mir ausgegeben hat, als ich es gebeten habe, eine kurze Anmoderation für einen wissenschaftlichen Vortrag für diesen Abend zu verfassen. Dabei kam das heraus. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem wissenschaftlichen Vortrag über das postauktoriale Schreiben, Denken und Gestalten in Zeiten von ChatGPT und Stable Diffusion. In unserer digitalen Ära haben Large Language Models wie ChatGPT einen bedeutenden Einfluss. Oh, hier fehlt ein Zettel. Auf die Art und Weise, wie wir mit Sprache interagieren und kreative Inhalte generieren.
Diese bahnbrechenden Sprachmodelle nutzen künstliche Intelligenz, basieren auf umfangreichen Datensätzen und können eine beeindruckende Bandbreite an Themen behandeln. Der Vortrag wird einen Einblick in die Funktionsweise dieser Large Language Models geben. Wir werden uns damit beschäftigen, welche Auswirkungen diese Technologie auf das Schreiben, Denken und Gestalten hat und welche ethischen Verantwortung damit verbunden sind. Wie verändert sich die Rolle des Autors oder der Autorin in dieser neuen Ära des postauktorialen Schreibens? Welche Möglichkeiten eröffnen sich für kreative Prozesse und welche Fragen stellen sich in Bezug auf Originalität und Plagiat? Damit habe ich ChatGPT jetzt zitiert. Also abgesehen davon, dass hier vielleicht so ein bisschen so ein Marketing-Sound zum Klingen kommt, wir haben so bahnbrechende Sprachmodelle und eine beeindruckende Bandbreite der Themen und ich vielleicht auch zu bezweifeln wage, ob David Lauer uns heute tatsächlich über ethische Fallstricke aufklären wird. Also ChatGPT wäre nicht zufrieden mit dem, was ich hier mache. Umso besser. Sind ja aber doch vielleicht ein paar, wenn auch nur in ganz oberflächlicher Art und Weise, Fragen damit angestoßen. Was tun wir eigentlich, wenn wir mit sogenannten Large Language Models interagieren? Und was tun diese Modelle, wenn sie Sprache oder Bilder produzieren? Was sind sie dann? Urheber? Partner im gemeinsamen Handeln? Oder bloße Werkzeuge unseres ausgedehnten Geistes? Was passiert eigentlich, wenn Sprache nicht mehr nur allein imaginäre, sondern jetzt auch reale Bilder erschafft? Wird dadurch der alte Zwist zwischen Iconic und Linguistic Turn neu perspektiviert? Fordern uns diese Modelle vielleicht dazu auf, Autorschaft letztlich doch als etwas Kollektives zu denken, das sich nicht mehr am Genius des Individuums ausrichtet? Und war Literatur oder vielleicht sogar Textproduktion eigentlich je etwas anderes als aggregiertes Schreiben? Auf einige dieser Fragen hoffen wir vielleicht heute Abend eine Antwort zu bekommen, weil sie alle nicht für mich gekommen sind, sondern für David Lauer, würde ich jetzt sagen, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob dieses Mikro... Ist das in Betrieb? Ah, ja, es ist in Betrieb. Ich muss näher ran. Geht das so? Okay. Ich muss daran denken, mich abzuwenden, wenn ich mich räusper. Mona Lein, und ganz herzlichen Dank an dich. Ganz herzlichen Dank an Markus Rautzenberg und vielen Dank an das KWI für diese Ehre, in dieser Reihe sprechen zu dürfen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, zumal ich trotz aller heldenhaften Bemühungen, mich gewissermaßen so einzunorden thematisch, dass ich auf dieses Thema passe, ich schon sagen muss, dass ich kein Experte für diese Fragen bin und vielmehr das als Herausforderung angenommen habe, mir darüber Gedanken zu machen, aus einer Perspektive, die vielleicht in diesem Kontext auch ungewöhnlich ist. Ja? Und ich muss auch dazu sagen, das will ich gleich sagen, dass ich tatsächlich hauptsächlich oder eigentlich fast ausschließlich über die Sprachmodelle reden werde und nicht über Stable Diffusion, nicht über Bilder, nicht über den Iconic Turn. Ich bin aber gerne bereit, mich über all das belehren zu lassen und mich auch zu unterhalten, wenn es Sie interessiert. Entschuldigen muss ich mich für die absolute Kargheit dessen, was ich hier präsentiere. Es ist eigentlich ironisch und im Grunde auch nicht angemessen, über Text und Bild zu sprechen und weder das eine noch das andere mitzubringen. Es ist aber so, dass ich tatsächlich nur das gesprochene Wort Ihnen sozusagen präsentieren kann und sehr auf Ihren Willen hoffe und auf meine Fähigkeit, Sie dazu zu bringen, dass Sie ihm folgen können. Ich kann Ihnen vorausschicken, dass meine Überlegungen 6 Teile haben werden. Die sage ich Ihnen kurz und ich werde auch immer genau sagen, wenn ein neuer Teil beginnt, sodass Sie hoffentlich immer orientiert sind, wo Sie sich gerade befinden. Die 6 Teile sehen folgendermaßen aus. Nach einer kurzen Einleitung, die erste Teil ist, werde ich zunächst auf 2 gewissermaßen einleitende Fragen zu sprechen kommen, die in der gegenwärtigen Debatte um die großen Sprachmodelle immer diskutiert werden, nämlich ob es sinnvoll ist, davon auszugehen, dass diese Systeme Bewusstsein haben, das ist der zweite Teil, und ob man sagen kann, dass sie den Text, den sie produzieren, verstehen. Das ist der dritte Teil, diese Frage nach dem Verstehen. Erst im 4. Teil komme ich auf den Begriff, der im Zentrum eigentlich stehen soll, nämlich die Autorschaft. Ich bleibe dann aber auch dabei, sage also im 4. Teil einiges über den Begriff der Autorschaft und will dann im 5. und im 6. Teil 2 Modelle diskutieren, wie man möglicherweise den Begriff der Autorschaft von oder zumindest den Begriff der Autorschaft im Zusammenhang mit solchen Systemen wie den großen Sprachmodellen verstehen kann.
Und damit komme ich zum ersten Teil, Einleitendes. In seinem Discours de la méthode, der Abhandlung von der Methode, sich seiner Vernunft gut zu bedienen und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen, von 1637, schreibt René Descartes in Teil 5, Abschnitt 10 folgendes. Gäbe es Maschinen, die unseren Leibern ähnelten und unsere Handlungen insoweit nachahmten, wie dies für Maschinen wahrscheinlich möglich ist, so hätten wir doch immer zwei ganz sichere Mittel zu der Erkenntnis, dass sie keineswegs wahre Menschen sind. Auf das eine dieser Erkenntnismittel will ich nicht eingehen, das ist die universale Vernunft. Die ist auch wichtig, aber nicht jetzt hier vorrangig. Das zweite ist das Interessante. Descartes schreibt nämlich, die Maschinen könnten nämlich niemals Worte oder andere Zeichen dadurch gebrauchen, dass sie sie zusammenstellen, wie wir es tun, um anderen unsere Gedanken bekannt zu machen. Man kann sich zwar vorstellen, dass eine Maschine so konstruiert ist, dass sie Worte und manche Worte sogar bei Gelegenheit körperlicher Einwirkungen hervorbringt, dass sie, berührt man sie an irgendeiner Stelle, schreit, man täte ihr weh und ähnliches. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass sie die Worte auf verschiedene Weisen zusammenordnet, um auf die Bedeutung alles dessen, was in ihrer Gegenwart laut werden mag, zu antworten, wie es doch der stumpfsinnigste Mensch kann. Zitat Ende. Es ist interessant, dass es in gewisser Weise genau andersherum gekommen ist. Wir finden bei Descartes den Optimismus des 17. und 18. Jahrhunderts, die Prinzipien des Physischen, des Körperlichen so durchschaut zu haben, dass man auf die Dauer jede Art eines sich bewegenden Automaten wird bauen können. Man denke an die berühmten Automaten von Jacques de Vaucanson oder an den sogenannten Schachtürken oder die Sprechmaschine Wolfgang von Kempelens, um 1790 gebaut, die sogar auf mechanische Weise artikulierte Laute hervorzubringen vermochte. Doch während synthetische Sprachausgabe natürlich inzwischen ein Kinderspiel ist, sind wir immer noch weit entfernt von einer Maschine mit einem menschenähnlichen Körper, die sich auch nur annähernd so bewegen kann, in allen Situationen, in allen Umgebungen, wie wir Menschen es können. Das ist immer noch der Bereich, in dem wir am ehesten in der Science Fiction unterwegs sind, wenn wir uns sowas vorstellen. Aber was die in Descartes Augen unvorstellbare Fähigkeiten angeht, Sprache, Worte, Zeichen so zusammenzustellen, wie wir Menschen es tun, da sind wir offensichtlich seit der Enthüllung der sogenannten großen Sprachmodelle, der Large Language Models wie ChatGPT, GPT-3, Lambda, BART und etc. anscheinend endgültig in diesem Zeitalter angekommen. In der langen Ahnenreihe der Versionen künstlicher Intelligenzen, sogenannter künstlicher Intelligenzen, sind die Large Language Models so etwas wie das komplementäre Gegenstück zu Hoffmanntals Olympia, wie mir scheint. Sie kennen natürlich die Erzählung Der Sandmann von 1816. Die mechanische Puppe, in die der Protagonist Nathanael sich im Wahn verliebt, bewegt sich, tanzt und küsst in täuschend echter Weise, obwohl sie einigen Beobachtern als leicht mechanisch erscheint. Aber sie vermag nichts weiter zu sagen als ach, ach. ChatGPT, Lambda und Co. hingegen besitzen überhaupt keinen Körper, überspringen aber die von Descartes als unerreichbar bezeichnete Hürde der von Menschen nicht mehr unterscheidbaren Sprachlichkeit mit Leichtigkeit. Der sogenannte Turing-Test ist für diese Systeme nur so etwas wie das Seepferdchen-Abzeichen. Wenn man auf die mediale Response schaut, die die öffentliche Präsentation dieser Modelle seit dem letzten Herbst hervorgerufen hat, muss man nun feststellen, dass seither wieder ein Gespenst umgeht, nämlich das Gespenst in der Maschine. Man vermeint, in diesen Systemen die Vorboten einer kommenden körperlosen Superintelligenz zu erkennen oder wie der berühmte, inzwischen berühmte Google-Ingenieur, Ex-Google-Ingenieur Blake Lemoine, sich bereits mit einer solchen unterhalten zu haben. Der Diederichs Verlag hat ein Buch veröffentlicht mit sogenannten Weisheitstexten, verfasst von GPT-3, unter dem Titel »Was euch zu Menschen macht – Antworten einer künstlichen Intelligenz auf die großen Fragen des Lebens«. In augenscheinlicher Weise verknüpfen sich hier zwei Tendenzen. Erstens, die gut erforschte und dokumentierte menschliche Hang, in alles, was sich auch nur entfernt menschenähnlich verhält, Menschlichkeit hinein zu projizieren. Und dann, vor dem anthropomorphisierten Ebenbild, zugleich in religiöse Verzückung,
und in schaudernden Grusel zu verfallen. Ob ich schon wanderte im Uncanny Valley, fürchte ich jede Menge Unglück. Die Angst des Schöpfers vor seinem Geschöpf, einst natürlich der Grundmotive des Horrors von Shelleys Frankenstein bis zu Kubricks HAL 9000. Wir reden hier natürlich nicht von einer körperlichen Menschenähnlichkeit, sondern von einer kommunikativen, die aber umso effektiver zu sein scheint, um die Anthropomorphisierung zu triggern. Das ist im Grunde die Geschichte von Chatprogrammen seit Joseph Weizenbaums Eliza. Zu Recht hat Hannes Baillot darauf aufmerksam gemacht, dass, was die tatsächliche künstliche Intelligenzleistung angeht, die heutigen Bildgeneratoren wie Dolly oder Stable Diffusion eigentlich die wesentlich komplexere und beeindruckendere Intelligenzleistung abliefern, wenn man das so nennen will. Aber im Unterschied zu den großen Sprachmodellen hält niemand diese Bildgeneratoren für bewusst oder sozusagen verstehensbegabt. Niemand spricht ihnen eine Seele zu. Und das muss daran liegen, dass sie uns eben nicht direkt ansprechen oder uns nicht direkt zu antworten scheinen, weil sie nicht ich zu sich selbst und du zu uns sagen. Die zweite Haltung, die in diesen Überreaktionen da eingeht, ist die offensichtliche Unzerstörbarkeit eines letztlich platonischen Bildes davon, was der Geist ist, nämlich ein letztendlich körperloses, im Körper gewissermaßen bloß eingesperrten Substanz, die dann in digital transformierter Gestalt in den Fantasien von Mind-Uploading und dem Transhumanismus wiederkehrt. Ja, die Sehnsucht, endlich die Welt von einem körperlosen, ortlosen Gottesstandpunkt aus überblicken zu können. Und solange wir das noch nicht können, sich wenigstens von GPT-3 erzählen lassen, wie die Welt gesehen from View from Nowhere aussieht. Damit komme ich zum zweiten Teil, nämlich ganz kurz auf diese Frage, wie vernünftig das ist, auch nur zu vermuten, dass diese Systeme möglicherweise Bewusstsein haben können. Mit dieser Frage möchte ich allerdings recht kurzen Prozess machen. Mir scheint, dass sich in dem Hype in erster Linie zeigt, wie tiefgehend das Nachdenken über Mindedness, also Geistigkeit, immer noch von, obwohl uneingestandenen, kartesianischen Prämissen gesteuert wird. Nicht nur wird angesichts der staunenswerten Leistungen der großen Sprachmodelle als erstes die Frage nach ihrer möglichen Bewusstheit aufgeworfen, als sei das ganz selbstverständlich und als sei das offensichtlich der beste Kandidat für die Erklärung dieser Fähigkeiten, dass die irgendein Innenleben haben müssen, irgendeiner Art. Was die Frage nun angeht, ob es vernünftig ist, auch nur zu vermuten, da könnte Bewusstsein im Spiel sein, so halte ich die Frage für ziemlich klar zu beantworten und zugleich für verfehlt. Die klare Antwort lautet nein, das ist vollkommen unsinnig, jedenfalls im Moment. So haben die meisten Autoren in der Philosophie des Geistes auf diesen Hype reagiert, unter anderem David Chalmers, der gar nicht im Prinzip was dagegen hat, dass künstliche Systeme Bewusstsein entwickeln könnten. Aber die müssten anders aussehen als diese Systeme. Diese Systeme sind noch nicht mal in der Nähe einer möglichen Bewusstheit. Und die Unterhaltungen, die Blake LeMoyne mit GPT-3 geführt hat, sind faszinierender Lesestoff, aber nichts ist daran zu sehen, was sich nicht auf eine völlig, wenn man so will, herkömmliche Art und Weise erklären lässt. Die Frage nach dem Bewusstsein ist aber auch nicht nur klar zu beantworten, sie ist auch irgendwie verfehlt. Deswegen ist die klare Antwort letztendlich uninteressant. Es ist nichts damit gesagt, dass man sagt, nee, die sind nicht bewusst, diese Systeme. Denn es ist schon ein bestimmter Schritt gemacht worden, wenn man meint, Bewusstsein, also Consciousness, sei offensichtlich der Begriff mit dem größten Erklärungspotenzial, was die Leistungsfähigkeit dieser Systeme angeht. Als sei Bewusstsein eine innere Selbstpräsenz, ein Innenleben, die offensichtlich einzige Erklärung für die Fähigkeit, verständliche Sprache zu produzieren. Mir scheint, dass eine kartesianische Idee des Geistigen hier offensichtlich im Hintergrund wirksam ist. Damit komme ich schon zu Teil 3 mit dem Thema Verstehen. Also bewusst sind sie nicht, die Systeme. Verstehen sie, was sie sagen? Diese Frage scheint mir etwas weniger schlecht gestellt als die Frage nach dem Bewusstsein. Sie lautet, ob die Sprachmodelle den für uns menschliche User offensichtlich verständlichen Output, den sie produzieren, selbst verstehen können. Oder anders gesagt, ob diese Modelle wissen, wo
wovon sie reden, wovon die Sequenzen von Worten, die sie ausgeben, handeln. Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz so eindeutig zu geben wie die Frage nach dem Bewusstsein. Ich möchte mich aber zumindest klar positionieren und sagen, dass mir die Position vollkommen einleuchtend zu sein scheint, die sowohl von ComputerwissenschaftlerInnen wie Gary Marcus und LinguistInnen wie Noam Chomsky und Emily Binder vollkommen überzeugend argumentiert worden sind, nämlich dass auch die Antwort auf diese Frage Nein heißt. Diese Systeme verstehen in einem klaren Sinne nicht, was sie da tun. Um die Berechtigung für diese These zu verstehen, muss man im Grundsatz begreifen, wie diese Systeme arbeiten. Und ich verstehe das selber natürlich, ich bin kein Coder und ich bin kein Informatiker. Ich verstehe das selbst natürlich nur wirklich auf der absoluten Oberfläche und ich lasse mich darüber auch weiter gerne informieren, wenn Leute mit Sachverstand hier sind und das besser wissen und besser erklären können. Aber was ich meine verstanden zu haben, und das scheint mir zu reichen, jedenfalls für die sozusagen grundlegende Einschätzung, um die es hier geht, ist, dass man klar verstehen kann, nach welchem Prinzip die großen Sprachmodelle ihre Syntagmen herstellen. Und die inzwischen auch verbreitete Einsicht an dieser Stelle lautet, dass diese Systeme nicht semantisch arbeiten, auch wenn es so erscheint. Das System wählt die Worte, die es einander reiht, nicht nach deren Bedeutung aus, denn diese Bedeutung ist gar nicht Teil seiner Datenbasis. Die ist gar nicht gecodet, wenn man so will. Es wählt sie vielmehr aus nach einer berechneten statistischen Wahrscheinlichkeit ihres Vorkommens an der Stelle des Syntagmas, bis zu der das System gerade gekommen ist. In Wahrheit arbeitet das System nicht mit Worten, sondern mit Wortfragmenten, sogenannten Tokens, aber das Prinzip bleibt dasselbe. Es geht um die auf Stochastik, auf Wahrscheinlichkeitsrechnung beruhende Auswahl und Verkettung von syntaktischen Zeichen. Im Grunde trifft das System also auf der Basis seines unermesslich großen Datenschatzes und seines Trainingprozesses eine statistisch begründete Prognose, welches Wort mit der nun größten Wahrscheinlichkeit auf die Worte folgen wird, die es bisher aneinandergereiht hat. Und dieses Wort setzt es dann an diese Stelle. Wobei in einer letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, nicht auf Theorie oder höherer Einsicht, sondern mehr auf Trial and Error beruhenden Art und Weise, gelegentlich Zufallsabweichungen eingebaut werden, um die entstehenden Texte zugleich relevanter und weniger vorhersagbar zu machen. Zugleich lernt das System natürlich aus den Rückmeldungen, die es von den Usern bekommt und schreibt seinen eigenen Algorithmus so um, dass seine Treffsicherheit immer größer wird. Trotzdem weiß das System nicht, was die Worte, die es produziert, bedeuten. Es weiß nur, welches Zeichen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein anderes folgt. Dan McQuillan, Informatiker am Goldsmiths College in London, nennt das Ganze deswegen ein Computational Guessing Game. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist das Prinzip, auf dem die Technik basiert. Das System erkennt Muster in einem Input, den es mit Mustern abgleicht, die es aus den Daten seines Trainingsprogramms generiert hat. Und auf dieser Basis erzeugt es Output mit einem neuen Muster. Dass es sich bei Input, Muster und Output um etwas handelt, was für uns, die User, bedeutungsvolle Worte sind, ist in dem System selbst nicht abgebildet. Was das System anbetrifft, würde es dieselben Muster erkennen und verarbeiten, wenn es sich bei Input und Output um die Aneinanderreihung farbiger Glasperlen halten würde, in denen dieselben Muster sozusagen verarbeitet sein können, ohne dass das Ganze irgendeine Art von semantischem Inhalt hat. Ein Glasperlenspiel, dessen Muster vielleicht einfach nur ästhetisches Wohlgefallen bereiten. Natürlich habe ich dieses Prinzip jetzt mit Absicht so beschrieben, falls Sie das kennen, dass es genau der Beschreibung gehorcht, die der Philosoph John Searle vor über 40 Jahren in dem berühmten Gedankenexperiment vom chinesischen Zimmer von genau diesem Prozess gegeben hat. Ich will das jetzt nicht erzählen, wir können gern in der Diskussion darauf zurückkommen. Wenn man die Arbeitsweise der Sprachmodelle versteht in dieser Weise, dann erklärt das, wieso das System, wie man inzwischen überall festgestellt hat, nicht zwischen Wahrheit und Falschheit unterscheiden kann und deshalb in seinen Antworten unterschiedslos Richtiges, Falsches oder auch frei Erfundenes miteinander vermengt. Das ist deswegen so, weil das System seine Worte nicht nach dem Kriterium wählt oder zusammenstellt, dass dabei ein wahrer Satz entsteht. Es wählt
und kombiniert sie nicht einmal nach dem Prinzip, dass ein sinnvoller, wenn auch möglicherweise falscher Satz entsteht. Denn es prozessiert weder Wahrheit noch Sinnhaftigkeit. Das System verarbeitet Syntax, aber keine Semantik. Der schon erwähnte Macquillan nennt die Sprachmodelle deshalb in Anspielung an die kanonische Begriffsbestimmung von Harry Frankfurt Bullshit Generators. Das einzige Prinzip, nach dem das Sprachmodell auswählt und kombiniert, ist statistische Häufigkeit. Wenn Sie es fragen, was die Hauptstadt der USA ist, trifft es kein Urteil, was die Hauptstadt der USA ist, sondern es produziert einen Satz auf Basis einer mathematischen Berechnung darüber, welche Antwort auf diese Frage, gegeben das Datenmaterial, am häufigsten oder wahrscheinlichsten gegeben werden würde. Das sind zwei radikal unterschiedliche Problemlösungsverfahren. Und wenn das letztere Verfahren, erstaunlich genug, auf diese Weise häufig genug zum richtigen Ergebnis führt, dann liegt das nur darin, dass der Datensatz, mit dem das System trainiert wurde, glücklicherweise zum größten Teil aus wahren oder zumindest aus sinnvollen Sätzen bestand. In diesem Sinne folgen Philosophen wie Christian Bermes oder Markus Gabriel offensichtlich Searles Gedankenexperiment und These, wenn sie in Bezug auf die großen Sprachmodelle von Sprachsimulatoren sprechen. Auch Searle sagte schon, dass das chinesische Zimmer Sprache und Denken nicht dupliziert, sondern nur simuliert. Und natürlich treffen sie sich in diesem Punkt mit der schlagenden und eingängigen Formel, die Linguistin Emily Binder, ich bin peinlicherweise, weiß ich nicht genau, wie sie ausgesprochen werden müsste, gefunden hat, die großen Sprachmodelle bekanntlich als stochastische Papageien bezeichnet hat. Nun ist allerdings genau diese Bezeichnung, stochastische Papageien, also so ein Plappermaschinen, die auf Wahrscheinlichkeitsrechnung beruhen, auf Widerspruch gestoßen. Joshua Banjo, einer der Väter der großen Sprachmodelle, sagt in einem Interview mit der Zeit, Zitat, Sprachmodelle sind keine Papageien, denn sie schaffen Texte, die es noch nie gab. Was ihnen fehlt, ist die Kreativität eines Künstlers oder Wissenschaftlers. Sie produzieren nur mittelmäßige Ideen. Zitat Ende. Diese Replik, glaube ich, geht am Punkt vorbei, denn Binders Kritik betrifft nicht die Möglichkeit, dass die Sprachmodelle die von ihnen kombinierten Tokens zu immer unendlich neuen und immer wieder iterierbaren Sätzen zusammensetzen können, sondern dass sie nicht verstehen. Sam Altman, der CEO von OpenAI, also der Firma, die sowohl ChatGPT als auch Dolly herstellt, tweetete, I am a stochastic parrot and so are you. Also ich bin ein stochastischer Papagei und Sie sind es auch. Ein anderer Protagonist der These oder Vertreter der These, dass die Modelle sehr wohl etwas verstehen, Michael Kosinski, Professor in Stanford, erklärt Folgendes. A human brain, sagt er, is also composed of very simple, tiny little mechanism, neurons. Artificial neurons in a neural network might also combine to produce something greater than the sum of their parts. If a human brain can do it, why shouldn't a silicon brain do it? Also auch im menschlichen Gehirn, sagt er, sind letztendlich ja nur Neuronen, die feuern. Und wenn das nun reichen mag, um Bewusstsein, Semantik, Bedeutung und Verstehen zu erzeugen, warum das Ganze nicht auch in einem Silikongehirn? Das reproduziert einen Gedanken, der auch schon gegen Searles Gedankenexperiment immer wieder vorgebracht worden ist, nämlich dass auch das Gehirn ja eine syntaktische Maschine in Searles Sinn sei, eine Art biologischer Computer. Und nun produziert aber doch das Gehirn offensichtlich sehr wohl Semantik, also Bedeutung. Also muss es im Prinzip möglich sein, aus reiner Syntax Semantik, also Bedeutung und ihr Verstehen zu generieren. Mir scheint aber, dass der richtige Schluss genau der umgekehrte ist. Weil das Gehirn nur eine syntaktische Maschine ist, kann Bedeutung und Semantik nicht etwas sein, was ausschließlich in Gehirnen für sich alleine betrachtet produziert wird. Was also auch beispielsweise Hilary Putnams legendäres Gehirn im Tank besitzen könnte. Was muss hinzukommen, damit aus syntaktischen Strukturen Bedeutung hervorgeht?
Diese Frage ist umstritten, aber es gibt viele mögliche und seit Jahrzehnten diskutierte Antworten darauf. Wenn wir der Kausaltheorie der Bedeutung folgen, die zum Beispiel von dem erwähnten Hilary Putnam oder von Saul Kripke vorgeschlagen worden ist, so muss das syntaktische System, also im Zweifelsfall das Gehirn oder meinetwegen der Prozessor, in kausaler Verbindung zu Dingen und Ereignissen in seiner Umwelt stehen. Ohne diese Einbettung in eine Umwelt, die auf das System einwirken kann, ist nicht zu sehen, wie jemals irgendeine Art von Bezug zwischen dem, was in dem System selbst vorgeht und dem, was sich in der Welt um es herum befindet, sich einstellen sollte. Wenn wir interaktionalistischen Theorien wie der von Michael Tomasello folgen, dann brauchen wir außerdem erstens mehrere Gehirne in einer Welt und zweitens brauchen wir Praktiken der Joint Attention, der gemeinsamen Aufmerksamkeit, der gemeinsamen Bezugnahme auf solche Ereignisse und Dinge in der Umwelt dieser Systeme. Wenn wir der intentionalistischen Theorie von Paul Grice folgen, dann brauchen wir zudem die Fähigkeit zu intentionalem Handeln, also Absichten zu verfolgen, insbesondere kommunikative Absichten. Wenn wir neokantischen Ansätzen folgen, dann braucht es genau dafür wiederum so etwas wie ein Selbstverständnis, ein Selbstbild, eine Selbstrepräsentation in diesem System. Und wenn wir interpretationistischen Theorien folgen, wie sie von Daniel Dennett und Donald Davidson vertreten worden sind, dann muss das System auch noch in der Lage sein, andere Systeme in seiner Umwelt als ebenso Wesen oder Systeme mit einem Selbstbild, mit einem, wenn man so will, mit einer Selbstrepräsentation zu verstehen. Also das auszubilden, was man heute eine Theory of Mind nennt. Es muss verstehen, dass andere Systeme genauso eine Perspektive auf die Welt einnehmen wie es selbst. Welche dieser Theorien ist die richtige? Ich habe dazu bestimmte Auffassungen, aber die gehören gar nicht hierher. Das Schlimme ist, es könnte sein, dass alle diese Elemente zusammenkommen müssen, damit wir so etwas haben wie eine Praxis, in der Bedeutung und Verstehen so konstituiert sind, wie wir das aus unserer menschlichen Praxis und Lebensform kennen. Ehrlich gesagt neige ich diesem Gedanken zu. Das muss alles da sein. Und da nun die großen Sprachmodelle nicht eine einzige dieser Bedingungen erfüllen, ist meiner Ansicht nach die These von Binder und Co., wenn sie sagen, dass diese Dinge nicht verstehen in einem ganz eindeutigen Sinne, relativ safe. Binder et al. Schreiben in ihrem inzwischen berühmten Text On the Dangers of Stochastic Parrots von 2021, Zitat, Text generated by an LLM is not grounded. It is not grounded in communicative intent, in any model of the world, or any model of the reader's state of mind. Also da haben Sie alle drei Elemente. Es ist nicht in der Welt gegründet, es ist nicht in eigenen Absichten kommunikativer Art gegründet und es ist nicht in irgendeiner interpretierenden Bezugnahme auf andere gegründet. Das war der dritte Teil zum Verstehen. Ich komme endlich zum vierten Teil, wo ich jetzt auch mal was über Autorschaft sage. Ich glaube nun, dass es voreilig wäre und falsch, aufgrund solcher Überlegungen nun einfach das Urteil der intrinsischen Dummheit über die großen Sprachmodelle zu fällen. Vielleicht sollten wir vielmehr den Blick von der vorherrschenden Fixierung auf die Frage nach Bewusstsein und Verstehen oder Bedeutung lösen und eher fragen, was wir eigentlich tun, wenn wir mit den großen Sprachmodellen interagieren und was diese Systeme tun, wenn sie Sprache oder eben auch Bilder produzieren. Denn der erwähnte Joshua Banjo hat ja recht, wenn er sagt, dass die Sprachmodelle etwas tun, was bisher nicht möglich war. Oder wenn wir uns an Descartes zurückerinnern, was sogar unvorstellbar schien. Sie erschaffen Text, der für uns User sinnvoll und informativ ist, Text, den es zuvor noch nicht gab. Und wenn man nun sagt, das, was sie tun, diese großen Systeme, ist, Text zu produzieren, dann liegt natürlich der Gedanke sehr nahe, dass man ihnen deswegen die Autorschaft dieser Texte zuschreiben muss. Denn das, normalerweise nennen wir die ProduzentInnen von Texten AutorInnen, also UrheberInnen. Sind also die großen Sprachmodelle UrheberInnen von Text? Und damit sind wir endlich bei dem Kernbegriff dieses Abends, nämlich der Autorschaft. Es ist ganz verlockend, jetzt bei dieser Frage, also der dritten Frage, sozusagen nach Bewusstsein, Verstehen, jetzt Autorschaft, es ist ganz verlockend, auch hier schnell wieder mit einem Nein zu antworten. Und das geschieht auch häufig.
Das geschieht dadurch, dass darauf verwiesen wird, dass die großen Sprachmodelle deswegen keine Urheber von Text sein können, weil sie ja nur Zweitverwerter sind. Ihre Sprachpraktiken, so wird dann argumentiert, sind völlig parasitär aus zweiter Hand und vollkommen abhängig von dem Textkorpus, dessen statistische Muster sie erkennen, auswerten und reproduzieren. Man hat das versucht so zu fassen, dass sie eben nicht zu Originalität imstande seien. Und genau so formuliert das eben auch Joshua Banjo. Sie können nicht originell, sie können nicht kreativ sein. Aber das ist natürlich ein schlechtes Argument. Das ist ein schlechtes Argument, um den großen Sprachmodellen den AutorInnen-Status, also die Urheberschaft von Texten, abzusprechen. Denn wenn man so argumentiert, setzt man natürlich voraus, dass das, was man den Sprachmodellen vorwirft, für menschliche AutorInnen nicht gelten würde. Aber abgesehen davon, dass natürlich Originalität, Kreativität oder Genialität keine notwendigen Bedingungen für Autorinnenschaft sind, sollten uns natürlich die Überlegungen der strukturalistischen und poststrukturalistischen Kritik an der Idee des originären vouloir dire, an der Metaphysik eines sich selbst absolut präsenten, intentionalen Autoridee, uns diesem Argument mit großem Misstrauen begegnen lassen. Denn auch die Schöpfungen menschlicher AutorInnen sind grundsätzlich Werke der Intertextualität, wie Christeva gesagt hat, oder wie Roland Barthes in Tod des Autors schreibt, Zitat, ein Gewebe von Zitaten, ein vieldimensionaler Raum, in dem sich verschiedene Schreibweisen, von denen keine einzige originell ist, vereinigen und bekämpfen. Zitat Ende. Bekanntlich will Barthes an die Stelle des Autors den bloßen Schreiber, vielleicht sogar nur Aufschreiber oder am besten gleich einfach die Schrift, Écriture, setzen. Vielleicht sollte man in Bezug auf menschliche AutorInnen viel mehr und häufiger statt von UrheberInnen viel mehr von VerfasserInnen sprechen. Irgendwie scheint mir dieser Begriff geeigneter zu sein, wenn es auch nur sozusagen ein schlappes Wortspiel ist vielleicht, weil das Wort Verfasser oder Verfasserin, so wie es im 16. Jahrhundert auftaucht, eben die Idee oder die Bezeichnung für eine Person ist, die etwas in dem Sinne verfasst, dass sie ihm eine, nicht sozusagen aus ex nihilo etwas kreiert, etwas Neues erzeugt, sondern einer Sache, die schon vorhanden ist, eine bestimmte Verfassung gibt, etwas ordnet oder zusammenfasst oder zusammenstellt. Das nur am Rande. Also das Argument zu sagen, aus diesem Grund können die Sprachmodelle nicht als AutorInnen gelten, ist ein schlechtes Argument. Trotzdem halte ich die Antwort nein auf die Frage, ob die großen Sprachmodelle schlicht und einfach als AutorInnen, genauso wie Menschen es sind, betrachtet werden können, für gerechtfertigt. Allerdings aus einem anderen Grund. Also ich gebe letztendlich der Antwort recht, dass sie das nicht sind, aber der Grund muss, das Argument muss besser sein. Und das Argument, das ich dafür vortragen würde, sozusagen an eigener Stelle, ist verhältnismäßig klassisch oder verhältnismäßig traditionell. Autorschaft, so würde ich nämlich sagen, egal ob man sie jetzt als Urheben oder als Verfassen konzipiert, ist eine Art zu handeln. Und ich möchte behaupten, dass es zumindest mir im gegenwärtigen Moment nicht verständlich zu sein scheint und mir nicht verständlich erscheinen will, zu sagen, dass eine künstliche Intelligenz wie ein großes Sprachmodell handelt. Und das nicht, notabene nicht, weil ihnen irgendein Innenleben oder irgendeine Innenperspektive oder eine sozusagen schöpferische Geistbegabung fehlt, sondern, das ist mein Argument, weil ihr eine bestimmte Art von normativem Status fehlt. Denn nicht jedes aktive Tun ist eine Handlung. Die große Handlungstheoretikerin Elizabeth Anscombe schreibt in ihrem klassischen Werk Intention von 1957, Handeln sei ein Tun, auf das eine spezifische Form der Frage warum Anwendung findet. Es ist also keine innerliche, intrinsische Qualität, die ein Ereignis oder ein Tun zu einer Handlung macht, sondern ihr Eingebettetsein in ein Netzwerk der normativen Zuschreibung von Verantwortlichkeiten und Begründungen. Denn die besondere Art der Frage, warum, von der Anscombe redet, ist eine, die nicht nach einer kausalen Erklärung für ein Ereignis fragt, sondern nach einer normativen Begründung oder Verteidigung dieses Ereignisses. Warum hast du das getan? Nicht, wie ist das passiert? Die spezielle Form der Frage, warum,
die, wenn sie als berechtigt anerkannt wird, insofern ein Ereignis als eine Handlung konstituiert, ist also eine Frage nach Gründen, nach normativen Überlegungen zur Verteidigung oder zur Kritik. In diesem Sinne würde ich argumentieren, dass eine Autorin eine Instanz ist, die als Handelnde, die einen Text in irgendeiner Weise produziert, die Verantwortung übernimmt und zu übernehmen hat für den Text, den sie hervorgebracht hat. Verantwortung in verschiedenen Hinsichten. Wir reden hier von einem großen Feld, von einer großen Familie verschiedener Formen der Verantwortung oder des Verantwortungsübernehmens. Verantwortung für die Wahrheit des Gesagten, Verantwortung für sein ästhetisches Gelingen, Verantwortung für seine moralische Vertretbarkeit. Da können wir ein ganz großes Feld aufmachen. Ich schlage bloß den Begriff der Verantwortung als sozusagen Überbegriff an dieser Stelle vor. Autorschaft ist in diesem Sinne als eine Art, also nein, Entschuldigung, Autorschaft in diesem Sinne als eine Art von Handlung und Handlungsinstanz zu verstehen und diese wiederum in terms of Verantwortung und Rechtfertigung steht im Übrigen gar nicht gegen die poststrukturalistische Analyse der Autorfunktion, sondern im Gegenteil, scheint mir genau in deren Fluchtlinie zu reden. In L'ordre du discours von 1970 versteht Foucault die Autorfunktion als genau das, eine diskursive Instanz zur Organisation und Verteilung von Verantwortlichkeiten. Die Autorposition ist eine normative, politische, sozial konstituierte Funktion, mit der bestimmte Rechte, aber eben auch Pflichten verteilt werden. Etymologisch betrachtet ist ja der Auktor der Inhaber der Auctoritas, also der Träger bestimmter Rechte. Foucault fasst das unter Betonung der auch gerade von mir hervorgehobenen Unterschiedlichkeit verschiedener Arten der Verantwortung mit dem Begriff der Rechenschaft zusammen. Ich zitiere, es handelt sich um den Autor als Prinzip der Gruppierung von Diskursen, als Einheit und Ursprung ihrer Bedeutungen, als Mittelpunkt ihres Zusammenhalts. Man verlangt, das bezieht sich jetzt auf den literarischen Autor, man verlangt, dass der Autor von der Einheit der Texte, die man unter seinen Namen stellt, Rechenschaft ablegt. Man verlangt von ihm, den verborgenen Sinn, der sie durchkreuzt, zu offenbaren oder zumindest in sich zu tragen. Zitat Ende. Also man sieht, die Autorfunktion stiftet eine Adresse der Verantwortungszuschreibung und eine Adresse der Forderung nach der Übernahme von Verantwortlichkeit. Und nun meine ich, dass wir es bei den großen Sprachmodellen nicht mit Autorinnen zu tun haben können, Stand heute, weil sie nicht in diesem Sinne Autorinnen sein können. Ihnen fehlt dieser Status. Das Argument, nicht ich bin es, sondern die KI ist es gewesen, ist genauso unzulässig, wie wenn ich mit dem blutigen Küchenmesser neben irgendeiner bedauernswerten Person erwischt werde, das Argument, nicht ich war es, sondern das Messer. Also nicht diejenigen, nicht die KI wird verantwortlich gemacht für das, was sie sagt, sondern diejenigen, die sie programmiert und eingesetzt und benutzt haben. Nun könnte man natürlich sagen, wenn all dies eh eine Sache von Diskursen und sozialen Praktiken ist, warum entscheiden wir uns nicht einfach dafür, die großen Sprachmodelle oder andere künstliche Intelligenzen diesen normativen Status der Verantwortlichkeit einfach zuzuschreiben? Könnten wir doch machen. Aber an der Stelle meine ich, dass meine Fantasie jedenfalls nicht dazu ausreicht, weil dieses, um mit Wittgenstein zu sprechen, Sprachspiel der Verantwortlichkeit an eine Unzahl anderer Begriffe gebunden ist, die es unmöglich machen, diesen einen Begriff der Verantwortung auf ein System zu übertragen, wenn man nicht zugleich die gesamte andere Familie, die gesamte Familie all dieser Begrifflichkeiten auch auf dieses System übertragen kann. Und das Sprachspiel der Verantwortung enthält nun aber sehr viele Begriffe, bei denen nicht klar ist, wie die Übertragung auf künstliche Systeme möglich sein soll. Man sieht deswegen nicht, wie eine solche Erweiterung stattfinden könnte, selbst wenn wir übereinkämen, eine solche zu verabreden. Diese Systeme müssten uns Menschen in noch ganz anderen und viel mehr Hinsichten ähnlich werden, als nur, dass sie unsere Sprachmuster reproduzieren können, damit eine solche Zuschreibung Sinn macht. Es ist zwar viel die Rede von vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz, aber mit dem Philosophen Thomas Metzinger bin ich der Ansicht, dass diese Rede begrifflicher Unsinn ist. Nur Menschen, nicht Maschinen, können vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig sein. Und das liegt genau daran, dass nur Menschen und nicht Maschinen
Verantwortung übernehmen können. Vertrauen kann ich nur einem System, das sich verbürgen kann für das, was es sagt, indem es sagen, den folgenden Akt vollziehen kann: Vertrau mir, du hast mein Wort, ich übernehme die Verantwortung, wenn etwas schief geht. In der Genealogie der Moral spricht Nietzsche von der paradoxen Aufgabe, welche die Natur sich in Bezug auf den Menschen gestellt habe, nämlich ein Tier heranzüchten, das versprechen darf. Was würde es also heißen, eine Maschine zu programmieren, die versprechen darf? Denn ein Versprechen geben kann sicherlich nur ein System, das Verantwortung übernehmen kann. Verantwortung übernehmen kann aber nur, wer dieser Verantwortung gerecht werden will. Aber wie kann man so etwas wollen, einer Verantwortung gerecht werden? Und hier scheint es mir eine notwendige begriffliche Verknüpfung, zum Beispiel zu dem Empfinden können von Gutem und Schlechten, von Freude und Leid zu geben. Ein System, das Verantwortung übernehmen will und kann, kann und will das nur, insofern es sich zum Beispiel schuldig fühlen kann oder auf sich stolz sein kann. Dazu muss es aber über ein Selbstbild verfügen und über den Wunsch von anderen, in diesem Selbstbild bestätigt zu werden. Das wiederum setzt voraus, dass ihm andere Systeme etwas bedeuten und es diesen anderen selbst etwas bedeuten möchte. To cut a long story short, um einen künstlichen Handelnden im vollen Sinne zu bauen, müsste man eine Maschine bauen, die empfindet, begehrt, genießt, leidet und liebt. Und wir haben keine Ahnung, ob das auch nur prinzipiell möglich ist. Bis auf Weiteres gilt daher der schon 40 Jahre alte Satz des amerikanischen Philosophen John Hoglund, der sagte, das Problem mit der künstlichen Intelligenz sei, dass Computers don't give a damn. Computern ist alles scheißegal. Was ihnen fehlt ist, so wie Hoglund das in Anlehnung an Martin Heidegger nennt, ein existential commitment, eine existenzielle Festlegung, Sorge zu tragen für sich selbst und die eigenen Worte. Da die großen Sprachmodelle das nicht können, solange sie nichts anderes sind als eben große Sprachmodelle, ist damit die Frage ihrer Autorschaft in einem vollen Sinne meiner Ansicht nach mit einem Nein zu beantworten. Die Texte, die von den Sprachmodellen produziert werden, sind nicht Texte, deren AutorInnen Lambda oder GPT-3 heißt, obwohl sie von diesen Systemen produziert werden. Vielleicht sollte man lieber sagen, dass es Texte sind, die überhaupt keine AutorInnen haben. Das ist nichts Neues. Schon Foucault erwähnt in L'ordre du discours zahllose Texte und Textsorten, in denen die keine AutorInnen kennen. Man kann mit Hannes Bayeux dem Gedanken nachgehen, dass das zu erwartende ubiquitäre Zirkulieren von autorlosen Texten dieser Art ein neues Zeitalter eröffnet wird, das mit dem Tod des Autors, der AutorInnen, endlich ernst macht. Erst wenn es uns egal geworden ist, wer einen Text verfasst hat, meint Bayeux, hätten wir den Autor, die AutorIn wirklich sterben lassen. Wenn man aber andererseits überlegt, dass wir zugleich in einer Zeit leben, in der das Bewusstsein für die moralische und politische Performativität von Worten, also für das, was man mit Worten anrichten kann, an Verletzung und Beleidigung, in der dieses Bewusstsein eigentlich immer dringlicher und deutlicher wird, dann stellt sich mir die Frage, ob wir mit dieser Idee, dass es uns egal ist, wer die Verantwortung für diese Worte zu übernehmen hat, ob wir mit dieser Idee wirklich leben können und leben wollen. Ich komme zu Teil 5. Mehr oder weniger Autorschaft. Modell 1. Das Thema des Vortrags ist ja nicht Autorschaft, ja oder nein, sondern mehr oder weniger Autorschaft. Wenn ich also jetzt gerade die These vertreten habe, wir könnten nicht ohne weiteres die großen Sprachmodelle im Kreis sozusagen vollgültiger AutorInnen menschlicher Art willkommen heißen, dann will das gerade nicht sagen, dass ich meine, wir könnten die Frage einfach in Bausch und Bogen zurückweisen oder einfach Nein sagen und damit hat es sich erledigt. Versuchen wir, das Ganze mit einer Logik des mehr oder weniger anzugehen. Mir scheint, dass sich im Wesentlichen zwei Modelle anbieten, den Gedanken einer vielleicht graduell abgedimmten Form von Autorinnenschaft für die großen Sprachmodelle zu artikulieren. Ich nenne sie das Werkzeugmodell und das Modell des gemeinsamen Handelns. Im 5. und 6. Teil des Vortrags will ich diese beiden Modelle noch kurz skizzieren und in ihren Stärken und Schwächen diskutieren. Das erste Modell, das Werkzeugmodell,
begreift die großen Sprachmodelle als ein neuartiges Werkzeug des Geistes. Eines, das es uns erlaubt, bestimmte Handlungen und Vermögen zu vollziehen, die wir ohne diese Werkzeuge entweder nur sehr eingeschränkt oder gar nicht vollziehen könnten. Wenn wir uns von der Illusion befreit haben, dass diese Systeme wirklich wie ein Gegenüber zu uns sprechen, dann sind sie wohl am ehesten als Werkzeuge oder Medien unserer Autorschaft zu begreifen, so wie Stift und Papier oder Schreibmaschinen. Dass sie Werkzeuge sind, muss nicht unbedingt heißen, dass wir sie als kontingent begreifen. Manche unserer Handlungen sind konstitutiv, notwendig, an die Vorhandenheit bestimmter Werkzeuge gebunden. Gerade darin manifestiert sich, dass unsere Fähigkeiten als handelnde und als begreifende Wesen wesentlich auf die Einbettung und Verkörperung in bestimmte Umgebungen und in bestimmte Arten der Körperlichkeit angewiesen sind. Es ist wieder ein altes kartesianisches Überbleibsel zu glauben, dass alles, was den Namen minded oder geistig verdient, sich vollständig so beschreiben lassen müsse, dass dabei nur auf Ereignisse und Prozesse innerhalb der Schädeldecke Bezug genommen wird. Dass das ein Fehler ist, ist der Grundgedanke der Embodied Cognition. Um erneut den schon erwähnten John Hoglan zu zitieren, Mind is embodied and embedded, verkörpert und eingebettet. Es ist nicht das Gehirn allein und die in ihm stattfindenden Prozesse, die für sich allein genommen als geistig qualifiziert werden können, sondern es ist ein System aus diesem Gehirn oder Prozessor, einem Körper und seiner Umwelt als Ganzes, das wir in seinen Vermögen und Akten geistig nennen oder so begreifen können. In ihrem bahnbrechenden Aufsatz von 1998, The Extended Mind, haben David Chalmers und Andy Clark diesen zwei E's von John Hoglan, Embodied und Embedded, ein drittes E hinzugefügt, Extended, also ausgedehnt. Der Geist sei Embodied, Embedded und Extended, also verkörpert, eingebettet und ausgedehnt. Und mit ausgedehnt meinen Clark und Chalmers, dass der Geist über die Grenzen unseres Schädels hinausreicht. Ihr Argument beruht auf der minutiösen Plausibilisierung der These, dass zwischen einer Person, die bestimmte Informationen, die sie für ihre gedanklichen Prozesse benötigt, gewissermaßen im Inneren ihres Schädels speichert, und einer Person, die dieselben Informationen in einem externen Speicher ablegt, in dem Text, der gerade 25 Jahre alt geworden ist, ist das noch ein Notizbuch. Man sieht da, wie die Zeit vergeht. Dass also zwischen diesen zwei Personen kein wesentlicher Unterschied besteht. Im Aufsatz ist das ein Notizbuch einer fiktiven Person namens Otto. Die Abhängigkeit, in der zahllose unserer intelligenten Verhaltensweisen heute von der stabilen Verfügbarkeit unserer Handys und von Internetverbindungen abhängen, bestätigt dabei nur den grundlegenden Gedanken von Clark und Chalmers. Ohne Infrastrukturen dieser Art könnten wir vieles nicht, was wir können. Clark und Chalmers schließen daraus, dass es notwendig ist, Ottos Notizbuch oder eben unsere Handys als Bestandteil des geistigen Systems Otto zu begreifen. So wie man auch das eigene Gedächtnis völlig selbstverständlich als Bestandteil dieses Systems begreifen würde. Unser Geist ist also nicht nur da, wo unser Kopf ist, sondern auch da, wo unsere Daten sind. Das System, das Mind oder Geist heißt, umfasst also möglicherweise materiell disparate und auch nicht notwendigerweise an derselben Stelle lokalisierte Elemente, die unter anderem ihr Gehirn und ihren Schädel umfassen, aber eben nicht nur. Im Übrigen weist Hoglund selbst darauf hin, dass nicht nur Speichermedien im klassischen Sinne solche Extensions des Geistes sind. Sein Beispiel, das ich besonders mag, sind verschiedene Weisen, wie ich den Weg an einen Ort kennen kann. Sein Beispiel ist der Weg nach San Jose. Wo ist dieses Wissen, wenn ich es habe? Wo ist das lokalisiert? Es kann räumlich in mir lokalisiert sein, wenn ich den Weg einfach gelernt habe und ihn weiß. Ich kann ihn aber natürlich auch als Skizze in meinem Notizbuch ablegen. Ich kann aber auch, sagt Hoglund, ein Pferd so abrichten oder abrichten lassen, dass das Pferd den Weg nach San Jose weiß. Und ich muss dann nur noch wissen, auf welches der vielen Pferde in meinem Stall ich mich setzen muss, um nach San Jose gebracht zu werden. Ist es dann richtig zu sagen, dass ein Teil meines Wissens in dem Pferd externalisiert ist? Hoglund meint ja.
Und wenn ich nun einfach nur weiß, welche Straße ich nehmen muss, um nach San Jose zu kommen, ist es dann richtig, dass ein Teil meines Wissens in der Straße materialisiert ist? Hoagland legt nahe, dass auch die Antwort auch hier ja ist. Kulturtechniken, kulturelle Artefakte sind allesamt Verkörperung, Träger von individuellem oder kollektivem Geist. Wenn man das so versteht, wie Hoagland, Clark und Chalmers, dann liegt es nun völlig nahe, die großen Sprachmodelle einfach als ein weiteres Glied in der Reihe solcher Werkzeuge, solcher Extensions des Geistes zu betrachten. Eine Reihe, die im Prinzip mit den Keilschifftafeln begonnen hat. Dass es so ist, hat Alice Halliwell in einem 2019 veröffentlichten Artikel mit dem Titel Can AI Be Extended? Überzeugend argumentiert. Und damit komme ich zum sechsten und letzten Teil. Mehr oder weniger Autorschaft Modell 2, gemeinsames Handeln. Sind also die großen Sprachmodelle einfach Werkzeuge, also avancierte Werkzeuge, aber letztendlich sowas wie Stift und Papier oder Schreibmaschinen oder Computer? Auf eine Weise ja. Aber ich glaube, wenn wir nur das sagen würden, dann würden wir es uns wieder zu einfach machen und unterschlagen, welcher Sprung, welche Revolution in gewisser Hinsicht tatsächlich stattgefunden hat. Um das zu verdeutlichen, greife ich noch einmal auf Joshua Banjos Gedanken zurück, dass die großen Sprachmodelle in einem bestimmten Sinne aktiv sind, produktiv sind. Also an unseren Handlungen in einer Weise beteiligt sind, die über zum Beispiel ein Werkzeug wie Stift und Papier oder eine Schreibmaschine in einem ganz offensichtlichen Sinne hinausgehen. Die großen Sprachmodelle sind also, dabei bei der These würde ich bleiben, keine Akteure in einem vollen Sinne, aber sie sind auch nicht nur einfache Tools. Und diese Intuition artikuliert das zweite Modell der Zusammenarbeit oder der möglichen des Begreifens, was wir tun, wenn wir mit den großen Sprachmodellen umgehen. Dieses zweite Modell ist von Anna Strasser und Eric Schwitzgebel entwickelt worden. Zwei Philosophen auch aus Kalifornien. Sie schlagen vor, unsere Interaktion mit den großen Sprachmodellen als eine neuartige Form des gemeinsamen Handelns, Joint Action, zu verstehen. Das heißt, eine Handlung, in der es zwei handelnde Instanzen gibt, zwei aktive Instanzen, die gemeinsam, also jointly, eine geteilte Handlung vollziehen. Wobei allerdings die Beziehung dieser zwei Instanzen zueinander eine asymmetrische ist, weil nur eine der beiden Instanzen eine Akteurin im vollen Wortsinne ist. Die andere ist es nicht, aber sie ist auch mehr als einfach nur ein sozusagen instrumentell benutztes. In einem Vortrag mit dem Untertitel Humans and Machines as Partners in Thought haben Strasser und Schwitzgebel ihre Idee bei einem Workshop im Juni präsentiert. Sie beziehen sich dabei auf die Idee des geteilten Handelns, wie sie in der analytischen Handlungstheorie in verschiedenen Modellen von Michael Bradman, John Searle und Margaret Gilbert vertreten werden. Die Details sind, glaube ich, für uns hier nicht interessant. Die Grundidee aller dieser Ansätze ist, dass es Handlungen gibt, die in einem stärkeren Sinne geteilte Handlungen sind, als dass bloß Einzelpersonen in ihrem singulären Handeln sich aufeinander abstimmen oder miteinander koordinieren. Geteiltes Handeln liegt dann vor, wenn gewissermaßen zwei oder mehr Personen sich eine Handlung teilen, eine Handlung für mehrere. Die einschlägigen Beispiele reichen vom gemeinsamen Spazierengehen über das gemeinsame Hochtragen eines Sofas in die dritte Etage oder zum Ausführen von Paar- oder Mannschaftsspielen. In einem Fall geteilten Handelns, in einem sozusagen vollen Fall geteilten Handelns, wie er in dieser Theorie hauptsächlich betrachtet wird, wissen die Handelnden, dass sie aneinander in einer geteilten Handlung gebunden sind. Sie wissen, dass sie gemeinsam handeln, sie wissen, dass die andere Instanz es weiß, sie wissen, dass sie es voneinander wissen. Diesen, wenn man so will, vollgültigen Fall des geteilten Handelns bezeichnen Strasser und Schwitzgebel als fully mutual joint action, also als vollständig wechselseitige gemeinsame Handlung. Aber sie weisen darauf hin, dass wir grundsätzlich auch asymmetrische Fälle pluralen Handelns kennen, in denen also nicht beide
Partner oder alle PartnerInnen bzw. Beteiligte an der geteilten Handlung in demselben Umfang vollständig intentionale Akteurinnen sind. Nur eine der Beteiligten möglicherweise ist im vollen Sinne eine selbstbewusst handelnde Person. Die andere ist zwar mehr als ein Werkzeug, das gewissermaßen mechanisch einfach Befehle ausführt, sondern sie ist selbst ein System, das in einem eingeschränkten Sinne eigenständige Ziele verfolgt, eine eigene Aktivität, zielgerichtete Aktivität zur gemeinsamen Handlung beiträgt. Allerdings nicht in einer Weise, die unbedingt bewusst oder zielgerichtet sein, bewusst oder reflektiert sein muss. Strasser und Schwitzgebel nennen das Minimal Agency. Die beiden Hauptbeispiele, die die beiden aufwerfen, um diese Idee plausibel zu machen, betreffen das gemeinsame Handeln zwischen AkteurInnen im vollen Sinne und Tieren einerseits und solchen AkteurInnen und kleinen Kindern andererseits. Im Grunde gehört das Beispiel mit Hoglands Pferd hierher. Was ist es denn, wenn wir Schweine zur Trüffelsuche abrichten oder Hunde zur Drogensuche oder als Blindenhunde? Klarerweise wissen die Trüffelschweine und die Drogenhunde in einem bestimmten Sinne nicht, was sie tun. Jedenfalls nicht in demselben Sinne, wie wir es wissen. Sie wissen zum Beispiel nicht, was eine verbotene Substanz ist. Etwas an dem Ziel, das sie gemeinsam mit uns verfolgen, ist ihnen also konstitutiv unzugänglich. Aber das heißt nicht, dass es nicht ihr Ziel ist. Es ist dasselbe Ziel, nur gewissermaßen unter einer anderen Beschreibung oder in einer anderen Gegebenheitsweise. Und außerdem gibt es auch hier eine bestimmte Art der normativen Bindung aneinander. Eine Art von normativer Bindung, die nicht zwischen mir und meinem Kugelschreiber besteht. Natürlich ist es keine vollständige, auf Rechte und Pflichten zu bringende Art der normativen Bindung. Aber da ist eine. Argumentieren die jedenfalls. Bei Kindern ist der Fall vergleichbar, wenn auch in entscheidender Hinsicht anders. Denn das Kind betrachten wir immer schon nicht als ein abzurichtendes Tier, sondern als einen künftigen Partner im logischen Raum der Gründe. Weshalb wir schon mit Zweijährigen, die gar keinen Begriff von Rechten und Pflichten haben, schon so umgehen, als ob dies der Fall sei. Mit dem Ziel, sie in diesen Raum der normativen Bindung gewissermaßen hineinzunatschen. Strasser und Schwitzgebel nennen das Scaffolding. Und sie mutmaßen, dass ein solcher Prozess auch mit einer lernenden künstlichen Intelligenz möglich sein könnte. In diesem Sinne also sprechen Sie von asymmetrischen, geteilten Handlungen, die einen Senior-Partner und einen Junior-Partner umfassen. Und Ihr Vorschlag ist, dass wir unsere Interaktion mit den großen Sprachmodellen nach diesem Schema begreifen können. Wir die Seniors, die Modelle die Juniors. Denn, so argumentieren Strasser und Schwitzgebel, auch diese Modelle sind darauf ausgelegt, also in ihrem Funktionieren so designt, dass sie auf unsere Prompts reagieren. Das Ziel verfolgen, uns Ergebnisse zu liefern, die von uns gut geheißen werden, ihre Beiträge als Antworten auf unsere Fragen einzurichten, auch wenn ihnen, wie gezeigt, diese Beschreibung des ganzen Vorgangs, Frage-Antworten, gar nicht zugänglich ist. Strasser und Schwitzgebel definieren so den Begriff der asymmetric quasi-social interaction zwischen einem fully social agent und einem Partner, der human Infant oder Maschine sein kann, Infant, Animal oder Maschine sein kann, der gewissermaßen im Kielwasser dieses vollen Senior Partners hinterher schwimmt. Wie überzeugend ist diese These? Aus verschiedenen Gründen bin ich skeptisch. Und das hat erneut damit zu tun, was ich oben über den Begriff des Handelns gesagt habe. Ich habe gesagt, Handelnde zu sein ist ein normativer Status. Dann muss aber auch Co-Handelnde sein, ein normativer Status sein. Und während ich keine Schwierigkeiten habe, mir aus den genannten Gründen, die mit dem Zusammenhang der Idee der Verantwortung mit bestimmten Elementen der Lebensform von Menschen und anderen Tieren zu tun haben, während ich keine Schwierigkeiten habe, zu verstehen, wie ein kleines Kind und in gewisser Hinsicht sogar ein Tier ein handelndes Wesen sein soll, wie man eine normative Bindung zu ihm aufbauen kann, die dieses Wesen in dieses Spiel, in dieses Netzwerk der wechselseitigen Verantwortungszuschreibung und Verantwortungsverpflichtung hineinnimmt, habe ich große Schwierigkeiten, mir dasselbe für künstliche Systeme und für die großen Sprachmodelle
vorzustellen. Eine Beziehung, die, wenn man so will, auf der auf beiden Seiten vorhandenen Fähigkeit des Verletztwerdenkönnens beruhen muss. Da sehe ich nicht, wie man die großen Sprachmodelle damit hineinnehmen will. Da enden meine Überlegungen letztlich vorläufig aporetisch. Ich habe zwei Modelle diskutiert, habe sozusagen die volle Autorinnenschaft für die großen Sprachmodelle mit Nein habe ich zurückgewiesen. Ich habe zwei Modelle durchprobiert, wie man sich eine sozusagen reduzierte oder gedimmte Form von Autorinnenschaft für die großen Sprachmodelle vorstellen kann. Und beide Modelle in der Form, wie sie bisher vorliegen, scheinen mir das Phänomen letztendlich zu verfehlen. Das Werkzeugmodell traut den großen Sprachmodellen zu wenig zu. Das Modell des gemeinsamen Handelns, so scheint mir zu viel. Es ist richtig, dass diese Modelle in einem bestimmten Sinne aktiv sind, also etwas tun, die Messer oder Schreibmaschinen oder Kugelschreibern nicht eigen ist. Aber die großen Sprachmodelle tun nicht oder zumindest noch nicht das, was sie tun müssten, um zu uns eine Bindung als Co-Handelnde, als Junior oder was weiß ich auch immer abgeschwächt Co-Handelnde einzunehmen. Sie sind aktiv, aber in diesem Sinne keine Akteure, so meine ich. In dem Aufsatz Autorschaft und künstliche Intelligenz hat Bayor eine interessante Taxonomie vorgeschlagen, in der man gerade an Autorschaft danach unterscheiden kann, wie unmittelbar sich ein Schreibprozess vollzieht. Von primärer Autorschaft, bei der so nur ein passives Werkzeug wie ein Stift benutzt wird, bis zu quartärer Autorschaft, wie er das nennt, bei der eben wie in der Arbeit mit den großen Sprachmodellen große Teile des Textes in ihrer Zusammensetzung gar nicht mehr vom menschlichen Autor bestimmt werden, sondern ihm von einer KI zugeliefert werden. Dennoch, und das ist wichtig, und insofern sehe ich mich hier in der Übereinstimmung mit Hannes Bayor, reden wir immer noch von abgeschwächten Graden einer singulären Autorschaft oder Autorinnenschaft. Ich denke, dass Hannes Bayors Ansatz sich als sehr brauchbar erweisen könnte, wenn man nicht vergisst, dass wir es hier mit einem offenen Feld gradueller Abstufung zu tun haben, in der jede Einteilung, primär, sekundär, tertiär, quartär, eine immer nur vorläufige und wahrscheinlich niemals trennscharfe Orientierung bieten kann. Meine positive These zum Abschluss ist also vorläufig nur die vage Idee, dass wir uns in der Bestimmung der Art von AkteurInnen, AutorInnen, UrheberInnen, was immer schafft, der großen Sprachmodelle auf die Suche nach einer Position, das dazwischen, also zwischen dem Werkzeug und zwischen der Co-Handelnden. Beide diese Eckpunkte scheinen mir nicht richtig zu sein, irgendwo in der Mitte muss das Ganze sein, nach einer solchen Position zu suchen haben. Vielleicht, wenn zum Schluss ein halbernster begrifflicher Versuch gestattet ist, würde ich sagen, vielleicht kann man sagen, das sind keine Werkzeuge, sondern so etwas wie Agenten. Keine AkteurInnen, aber AgentInnen. Nämlich Systeme, die Aufträge ausführen und dabei durchaus erfinderisch, intelligent und zielgerichtet vorgehen, aber nicht im eigenen Namen handeln. Und sich keine Ziele selbst setzen, außer die man ihnen aufgegeben hat. Und die auch nicht notwendigerweise alles darüber wissen oder verstehen müssen, was sie da eigentlich tun oder welcher Sinn hinter ihrem Auftrag steckt. Vielen Dank für Ihre Geduld.